Ja, das kommt echt gut. Richtig schöne Abendstimmung. Ja, hallo zusammen. Willkommen zurück auf meinem Kanal. Ihr schaut der Pfleka Fotografie. Mein Name ist Dennis und ich bin heute Abend hier in Langenargen unterwegs, um einerseits das mir zugeschickte K&F-Filtersystem zu testen, wie der Umgang mit dem Filtersystem ist und natürlich hier, ihr seht es hier, Stöckchenfotografie. Stöckchenfotografie im Wasser, das kommt natürlich immer cool, ganz besonders dann, wenn so eine Abendstimmung hier stattfindet am Bodensee. Also bleibt dran. Ja, willkommen zurück nach dem Intro. Ich habe es gerade eben schon erwähnt. Ich möchte einerseits das Filtersystem von K&F testen, das mir zugeschickt wurde. Das Filtersystem, Steckfiltersystem Pro von K&F. Amazon-Link haue ich unten in die Beschreibung rein. Könnt ihr euch das angucken. Aber ich habe nachher auch gleich noch eine kleine Überraschung für euch. Denn heute gibt es ein kleines Gewinnspiel. Wer nachher an dem Gewinnspiel teilnehmen möchte, sollte bis zum Schluss dranbleiben. Wie schon angesprochen, ich bin hier in Langenargen und zwar am Malerwinkel, der Maler oder die Malerecke. Die Malerecke bietet sich an, denn hier hast du wirklich vom Rhein drüben hast du hier den Ausläufer bzw. die gegenüberliegende Seeseite und hier wird Treibgut angespült. Treibgut ohne Ende und natürlich dann auch solche Sachen hier, wie der Ast hier hinter mir im Wasser oder hier links neben, rechts neben mir sind auch noch ganz, ganz viele Äste, die im Wasser sind. Also die will ich heute Abend fotografieren und ja, gehen wir doch einfach ans Werk, oder? Und labern nicht so viel. So, also wie ihr seht, ich habe hier den K&F Concept Nano X Pro drauf, wie der funktioniert. Ihr habt einmal eine Adapterplatte, die schraubt ihr auf euer Objektiv drauf. Dann habt ihr einmal eine Nase, mit der müsst ihr zuerst einhaken. Und dann habt ihr hier oben einen roten Lockschalter. Diesen Lockschalter müsst ihr aktivieren, dann könnt ihr das draufklappen. Und dann könnt ihr eure Filter ganz normal aufschrauben, einstecken. Ihr solltet nur dabei darauf achten, dass ihr die Filter auch so einsteckt, dass die beiden Nasen dann nicht übereinander sind, sondern gegenläufig sind, so dass ihr die Filter dann auch wieder ziehen könnt. Ausgeliefert wird das ganze System in einer handlichen Tasche. Schön im Leder, im Lederetui, so dass man alles dort schön rausziehen kann. Dann ist einmal, sind verschiedene Grundplatten dabei für verschiedene Größen. Dann ist dabei die Aufnahme für die, Verlauffilter und für den ND-Filter. Und natürlich eine Aufnahme für den Polfilter. Den Polfilter kann man ganz gemütlich hier aufklappen, und holt den Polfilter dann raus. Aber ja, easy way. Also ich finde das System an sich, das funktioniert gut. Man kann gut damit arbeiten, ist schnell, handlich und bequem. Nur eine Sache, die mich stört, ist, dass ich nur entweder den Verlauffilter und einen ND-Filter draufpacken kann. Also ich habe nicht nochmal eine zusätzliche Lasche oder Nut, wo ich meine Verlauffilter, einen zusätzlichen Verlauffilter anbringen kann. Das ist das Einzige, was mich stört. Aber darum soll es heute auch gar nicht im Wesentlichen gehen. Wenn ihr Reviews zu diesem K&F Nano X Pro angucken wollt, dann gibt es da schon etliche. Ich wollte nur kurz was erwähnen über diesen, der mir zugeschickt worden ist. Und ja, das habe ich hiermit getan. Und ich finde, für den Alltagszweck und für den Preis
von zwischen, also immer mal wieder gucken, zwischen 250 und 290 Euro gibt es das Grundpaket. Dann gibt es natürlich auch noch verschiedene ND-Filter dazu. Was die allerdings kosten, müsste ich daheim nachgucken. Ich blende den Preis unten ein. Gut, ich war schon um 17.20 Uhr hier und habe auch schon das ein oder andere Bild gemacht. Einmal hier mit diesem im Wasser liegenden Ast. Aus verschiedenen Perspektiven, einmal mit einer 2,5-minütigen Bulbbelichtung, fand ich mega geil, hat richtig geil ausgesehen. Bild kann ich jetzt gerne mal einblenden. Und ich habe jetzt vor, hier in der Abendstimmung natürlich auch noch ein paar Bilder zu machen. Den ND 1000 muss ich jetzt natürlich rausmachen, denn jetzt brauchen wir den nicht mehr. Jetzt reicht vollkommen aus der Verlauffilter und dann können wir ganz normal unsere schönen Fotos machen. Ich lasse jetzt den Ast, der hier im Wasser ist, ich hole euch mal schnell aufs Display. So, ihr seht jetzt, ich lasse den Ast unten links, Moment, damit ihr das alles mal richtig schön seht. Übrigens, wie ihr die ganzen Informationen aus dem Bildschirm rauskriegt, habe ich schon bei anderen Videos erzählt. Bei Canon ist es die Infotaste, mehrmals drücken, dann verschwinden diese ganzen Informationen und ihr könnt immer wieder dann die Informationen nach und nach dazuschalten. Genau. So, damit ihr mal gesehen habt, wie ich jetzt den Bildaufbau gewählt habe. Hinten dran haben wir die Sonne, den Sonnenuntergang bzw. noch das Abendrot im Himmel. Und wir haben den Ast, der unten links rauskommt und den Sentis drüben schön im Bild. Jo, dann machen wir das Bild doch einfach mal schön auf 30 Sekunden. Blende 16. Blende 16 ist hier noch vollkommen ausreichend, damit wir im Nullspiel sind. Mit der ISO 100 und auf 24 mm. Und wie schon gesagt, probiert das immer mal wieder aus. Bildstil immer auf neutral lassen. Und ich habe jetzt hier bewölkt gewählt, weil bewölkt tatsächlich die kühleren Farben hat und bewölkt dann tatsächlich auch wieder bei der Bildbeurteilung mehr Sinn macht. Ja, ich mag das einfach, solche Äste im Wasser, gerade wenn du hier die Weite des Bodensees vor dir hast, kommt es immer recht, recht cool und dann machen solche Bilder richtig Spaß. So, Bild ist fertig, gucken wir mal. Ja, gefällt mir. Ich find's gut. Was mich jetzt hier nachher noch ein bisschen stört, sind ein bisschen Steine hier im Bild. Hinten dran, die so ein bisschen rauskommen noch. Aber die kann man ganz leicht mit Lightroom ja rausradieren. Also von dem her gar kein Problem. Ich gucke jetzt hier mal noch nach einem anderen Ast und melde mich dann wieder.
Also, ich habe jetzt noch eine Perspektive gefunden. Da hinten, ihr seht es ja, da hinten zeichnet sich noch mal so richtig schön das Abendrot ab. Und was bietet sich dann nicht besser an, wie hier vorne ein einzelner Stein im Wasser, der aus dem Wasser rausguckt. Und den habe ich in den Vordergrund genommen. Und hinten dran die schöne Skyline, die beleuchtet ist, das Schloss Montfort beleuchtet, die Kirche rechts beleuchtet, habe ich auch noch mit in Szene reingenommen. Ins obere Drittel, den Stein ins untere Drittel und den Bodensee dann eigentlich so in der Zentrale vom Bild. Und ich habe dazu mein 24-70 auf 70 gedreht, habe dann meinen Crop-Faktor eingeschaltet, sodass ich die 1,6-fache Vergrößerung mit drinne habe. Habe dann so das Bild hier mit dem 24-70 gemacht. Mit dem 70 mm und dem Crop-Faktor haben wir dann so 112 mm Ausbeute. Das sieht echt geil aus bei dem Abendrot. Aber Bild kommt wie immer jetzt. Ja, jetzt ist er weg und los. Na, gucken wir mal. Uah, ich hab schon wieder nasse Füße, verdammt. Also, das war so ziemlich der Schluss des heutigen Tages. Ihr habt gesehen, wie ich den Spot da vorne noch gemacht habe. Aber bevor wir zum Schluss kommen, kriegt ihr jetzt noch eine geladene Portion Bodensee bei Nacht, Langenargen bei Nacht, Schloss Montfort bei Nacht. Viel Spaß dabei. Zurück von eurem Exkurs über den Bodensee, Bodensee bei Nacht, darf ich mich auch schon wieder verabschieden von diesem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei, mir zuzugucken, wie immer, wenn es am Bodensee was zu fotografieren gibt. Es war lange Zeit jetzt nichts mehr vom Bodensee. Ich habe es endlich wieder geschafft, ich bin wieder gesund, konnte wieder rausgehen, konnte endlich ein neues Video für euch drehen. Ja, wie gesagt, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da und abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke, dass ihr in Zukunft nichts mehr verpasst und schreibt mir doch in die Kommentare, welches der Bilder euch am besten gefallen hat. Kommen wir nun zum Gewinnspiel. Was musst du fürs Gewinnspiel machen? Ich weiß, viele möchten, dass ihr den Kanal abonniert. Müsst ihr nicht. Wenn ihr mir nicht folgen wollt, dann müsst ihr das nicht tun, um beim Gewinnspiel teilzunehmen. Ich möchte, dass ihr mir folgt, wenn ihr meint, dass ich dazu berechtigt bin, euren Follow zu bekommen und nicht, weil ihr an einem Gewinnspiel teilnehmt. Ihr könnt ganz normal am Gewinnspiel teilnehmen, indem ihr mir drunter schreibt, unter mein Video, wo ich mich heute Abend befinde. Also nicht nur die Ortschaft, sondern auch der Flecken, von wo aus ich fotografiert habe. Und was gibt es zu gewinnen? Es gibt von K&F das Magnetfiltersystem.
Und zwar dieses hier in der praktischen Tasche, wie das Ganze aussieht, was das Ganze kann. Ich verlinke euch ein Video hier oben, das habe ich mal vorgestellt, dieses KNF-Magnetfiltersystem. Dieses gibt es heute zu gewinnen. Und wenn auch du auf der Suche bist und ein neues Magnetfiltersystem brauchst, dann schau dir das Video an über das Magnetfiltersystem und danach kommentier, wo ich mich heute befinde, also nicht nur die Ortschaft, sondern auch der Flecken, wo ich bin und warum gerade du dieses Set hier gewinnen solltest. In diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Video. Ich hoffe, bei wieder einem tollen Sonnenuntergang oder Sonnenaufgang oder einer neuen, tollen, kreativen Idee. Ich hatte vor kurzem auch eine kreative Idee, was die Frühblüher betrifft. Verlinke ich auch gerne hier oben, könnt ihr auch gerne mal reinschauen. In diesem Sinne, macht's gut und bis zum nächsten Video. Euer Dennis vom Bodensee. Ciao.